Hallo Kackbratzen. Wollen wir Tele spielen, weil das jeder kann? Es kommt Asteroids, dann Super Breakout dran. Und das Weltall ist nah. Und der Pac-Man ist da. Wir haben ja, was Survival-Horror-Spiele betreffen, schon eine Menge miterleben müssen. Das Genre hat im Laufe der Jahre definitiv seine Höhen und Tiefen gehabt und mal abgesehen von wirklichen Perlen gab es Titel, in denen der Horror meist nur wegen eines absurd schlechten Gameplays aufkam. Und dann wurden wir immer mit demselben Kram zugeschissen. Wenn es mal keine Zombies gab, dann kämpfte man eben gegen Geister um sein Leben. Und dort, wo man eigentlich eine scheiß Angst haben musste, schließlich muss man ja ums Überleben bangen, wurden einem ein Arsenal an Waffen in die Hand gedrückt, was das Prinzip des Survival-Horror komplett umdrehte. Denn am Ende musste nicht der Spieler um sein Leben bangen, sondern die unzähligen Zombies oder andere Monster, denen man das Lichtlein auspusten musste. Vermutlich erkannt dies auch die Entwicklerbutze ihrem. Anstatt nun das 1200. Survival-Horror-Spiel auf den Markt zu werfen, hat man sich anscheinend mal wirklich Gedanken gemacht, wie man dem angestaubten Genre wieder etwas frischen Wind verleihen konnte. Wie wäre es, wenn man ein Survival-Spiel entwickeln würde, in dem man den Kern des Genres, also Kampf ums Überleben und begrenzte Ressourcen, beibehalten würde? Aber anstatt den Spieler in ein Szenario mit übernatürlichen Wesen zu werfen, wäre es Mutter Natur in einer im Prinzip real existierenden Welt, den Spieler das Leben ausknipsen möchte. Japan ist nicht nur das Land der aufgehenden Sonne, Sushi, Upskirt-Paparazzi und anderen extremen Fetischen, sondern auch ein Land, das sehr oft von sehr starken Erdbeben getroffen wird, die ganze Städte in Schutt und Asche legen können und Chaos verbreiten. Das ist echter Horror in der realen Welt ganz ohne Monster. Und genau dieses Thema hat man für die Zettai Tsetsumai Toshi-Serie herangezogen. Der erste Teil wurde im Jahr 2002 in Japan für die PS2 veröffentlicht und ein Jahr später als SOS The Final Escape in Europa bzw. als Disaster Report außerhalb Europa. Für dieses Video bleiben wir aber bei Disaster Report, da der Name wohl am bekanntesten ist. 2006 folgte mit Zettai Tsetsumai Toshi Itetsute Kyokutachi ein zweiter Teil, der außerhalb Japan als Raw Danger betitelt wurde, gefolgt von Zettai Tsetsumai Toshi Kowareyuku Machi to Kanoyo no Uta, das 2009 nur in Japan und zweitens nur für die PSP veröffentlicht wurde. Den bisherigen letzten Teil der Serie gab es dann erst im Jahr 2018 mit Disaster Report 4 Summer Memories auf der PS4 und Nintendo Switch. Eigentlich hätte das Spiel schon im Jahr 2011 für die PS3 erscheinen sollen. Allerdings machte das Tohoku-Erdbeben, das auch Auslöser für die Fukushima-Daiichi-Katastrophe war, den Entwicklern einen Strich durch die Rechnung. Heute wollen wir uns aber den allerersten Teil der Serie näher betrachten. June 2005. Sunny. Drei Wettertaft. In Disaster Report schlüpfen wir in die Rolle von Keith Helm, einem Journalisten, der auf der künstlich geschaffenen Insel Stiva Island einen neuen Job antritt. Zumindest war das der Plan, denn als er sich noch im Zug befindet, der ihn über eine lange Brücke in die einzige Stadt auf der Insel bringen sollte, brach plötzlich ein Erdbeben aus. Nach dem ersten Unglück erwacht er in den Trümmern und sieht das Chaos um sich herum. Das Ziel ist es nun, sicher die Stadt zu erreichen. Dies ist allerdings einfacher gesagt als getan, denn die künstliche Insel droht im Meer unterzugehen, während sich Mutter Natur einfach nicht beruhigen möchte. Auf seinem Weg in die Stadt trifft Keith auf eine Vielzahl an anderen Überlebenden, darunter auch Karen Morris, die uns noch sehr stark ans Herz wachsen wird. Im Verlauf des Spiels müssen wir aber feststellen, dass die Katastrophe vielleicht nicht so ganz die Schuld von Mutter Natur war. Es ist der nackte Kampf ums Überleben, der das Spiel so ansprechend macht und das ohne absurder Monster. Die Gefahr ist real und es könnte im Prinzip einem jeden von uns so ergehen. Leider gibt es im Spiel auch andere Gefahren, die sich zumindest der Spieler aussetzen muss. Wer in Disaster Report überleben möchte, muss hart im Nehmen sein. Die schreckliche visuelle Präsentation des Spiels erzeugt Augenkrebs, die Synchro lässt euch euer Trommelfell platzen und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, kommt die absolut unterirdische Spielmechanik um die Ecke, um eure Seele zu brechen. Hat man auch alle Widrigkeiten überwunden und das Ende des Spiels erreicht, wird man mit einer Menge an Fragen dastehen. Die Geschichte ist voller Handlungslöcher und das liegt nicht in erster Linie daran, dass die Dialoge so unfassbar schlecht übersetzt wurden. But I will admit that it has a problem with its design. Disaster Report möchte vom Spieler, dass man es nicht nur ein, zwei oder gar dreimal durchspielt. Es gibt ganze 7 verschiedene Spielausgänge zu entdecken und allesamt kann man nur durch verworrene und auf den ersten Blick nicht ganz so klare Entscheidungen freischalten, mit denen man vielleicht einen alternativen Pfad einschlagen kann. Doch eigentlich sind zumindest die Hauptpfade offensichtlich. Wie erwähnt, wird Keith auf seinem Weg in die Stadt mit mehreren Personen in Kontakt treten. So schließt er sich schon sehr früh einem Mädchen namens Karen an und um die Gruppe perfekt zu machen, gesellt sich den beiden ein Typ namens Greg Bach hinzu. Früher oder später wird man sich dafür entscheiden müssen, ob man entweder Karen auf der Suche nach ihrem Hund helfen möchte, oder ob man lieber mit Greg und einem Mädchen namens Kelly seinen Weg bestreitet, die wiederum auf der Suche nach ihrem Bruder ist. I can be your guide if you want.
On your mark, get set. We're riding on the internet. Thanks. Um auch wirklich jeden Pfad erfolgreich zu folgen und um somit jedes der 7 Enden freizuschalten, sollte man vielleicht auch Notizen über seine Entscheidungen führen, sollte man auch wirklich das Letzte aus dem Spiel herausholen wollen. Ein normaler Durchgang dauert in etwa 7 Stunden, was jetzt nicht unbedingt nach einem langen Spiel klingt, aber die alternativen Pfade und Enden fügen dem Gesamtpaket einen enormen Wiederspielwert hinzu. Und das Sitzfleisch, das man aufwenden muss, lohnt sich, auch wenn die Spielmechanik Schmerzen bereitet und die Handlung so löchrig wie Schweizer Käse ist. Desaster Report überrascht mit teils seltsamen Momente in der Charakterentwicklung und man möchte auch von Anfang bis Ende wirklich alles miterleben und eben nicht nur erfahren, warum es überhaupt zu dieser Katastrophe kam, sondern auch die Schicksale aller Reisegefährten erleben. Und natürlich darf man den eigentlich Kern des Spiels nicht vergessen. Desaster Report wirft das Beste aus den kitschigen 80er-Jahre-Katastrophenfilm und das Survival-Horror-Genre in einen großen Topf, würzte es mit allerlei Plattform-Gaming auf und schuf somit ein komplett neues Subgenre im Survival-Universum, mit weniger Horror, dafür mit der Betonung mit dem echten Kampf ums Überleben. Auch wenn das Spiel rein technisch gesehen ein paar Probleme hat, macht es trotzdem Spaß. Man verbringt eine schöne Zeit auf der Insel, auch wenn sie und ihre Stadt komplett zerstört ist und im wahrsten Sinne des Wortes dem Untergang geweiht ist. Man erkundet die Level, überwindet zahlreiche Hindernisse, findet Kleidung und neue Kompasse und muss ab und an einige Rätsel lösen. Währenddessen darf man natürlich die Gesundheit des eigenen Charakters und dessen Begleiter nicht außer Acht lassen. Keith hat nicht nur einen Lebensbalken, sondern gleich 2. Der übliche Lebensbalken nimmt ab, sobald unser Charakter Schaden nimmt, wobei die QP genannte Anzeige die verbleibende Energie darstellt. Der Spieler erleidet Schaden durch Stürze oder durch andere Gefahren. So müssen Spieler zum Beispiel oft über Abgründe springen, sich bei einem erneuten Beben abstützen, um nicht umgeworfen zu werden, und man muss zudem herabfallenden Trümmern oder Bäumen ausweichen. Mit der Zeit regeneriert sich die Lebensanzeige aber wieder ein wenig. Die QP-Anzeige ist aber vielleicht noch wichtiger. Große Anstrengungen und vieles Laufen ziehen dieser Anzeige einen beträchtlichen Anteil ab. Ist sie erschöpft, wird unser Charakter nicht nur nicht mehr rennen können, er verliert auch an Gesundheit. Die QP-Anzeige kann nur durch Trinken von Wasser oder anderen Softgetränken wieder aufgefüllt werden und sind Wunden zu heftig, sollte man so schnell wie möglich Verbandsmaterial suchen. Denn sonst ist das Spiel vielleicht schneller vorbei, als es einem lieb ist. Bei der Flucht von der Insel wird man auch allerhand nützliche Werkzeuge finden, um zum Beispiel Türen aufzubrechen, und mit ein wenig Feuerzeugflüssigkeit und Verbandsmaterial kann man sich sogar eine provisorische Fackel bauen. Hier kommt auch das strenge Ressourcenmanagement zum Einsatz. Schnell wird man feststellen, dass Wasser oder auch Heilgegenstände begrenzt sind, und selbst wenn man mal einen Ort findet, wo es Material im Überfluss gibt, wird man trotzdem heulend auf seinen Knien auf dem Boden herumrutschen, weil man dummerweise nur einen Rucksack mit sehr begrenztem Platz mit sich herumträgt. Auch wenn man im Verlauf des Spiels auch größere Rucksäcke finden wird, muss man immer abwägen, was man nun mit sich herumtragen möchte, um nicht irgendwann krepieren zu müssen, nur weil eine Brechstange wichtiger als Saft war. Die Rätsel, denen man gegenübersteht, sind jetzt nicht ausgesprochen schwer, und mit ein wenig Ausprobieren oder einer Suche im Internet kann man auch alles im Nu lösen. Was aber einen mit Sicherheit das Genick brechen wird, ist die Steuerung und die Kamera des Spiels. Da durch das Beben die Insel ins Chaos gestürzt wurde, wird man somit auf einen Sack voll Hindernisse stoßen, die es durch Plattformeinlagen zu überwinden gilt. Die sind jetzt aber nicht schwierig zu meistern, weil vielleicht die Hindernisse komplett unfair gestaltet wurden, sondern weil die Kontrolle mitunter ihre Funktion verliert. Sehr oft muss man sich an einem Felsvorsprung festhalten und daran hochziehen. Das funktioniert auch, aber nur wenn man sich an der richtigen Stelle befindet, und sehr oft macht zudem die Kamera einem das Leben noch schwerer, da sie oft das Geschehen nicht aus dem besten Blickwinkel zeigt. Man kann die Perspektive durch Drücken auf die 3x-Taste regulieren, aber auch das hilft nicht immer. Wow! Als Desaster Report im Jahr 2002 auf den Markt kam, gab es schon einige Spiele, die für die damalige Zeit eine unfassbar gute Grafik hatten. Desaster Report gehört leider nicht zu dieser Gruppe, und es hat eher den Anschein, dass dieses Spiel eher ein PS1-Spiel der letzten Generation hätte werden sollen, aber man im letzten Moment doch den Sprung auf die neue Hardware machte, ohne dabei auf die Performance zu achten. Die zerstörte Stadt und auch die ins Chaos gestürzte Insel sehen wirklich beeindruckend aus. Die Insel selbst ist ein Wirrwarr aus beschädigten Gebäuden und kaputten Straßen, das sich wie ein sinkendes Schiffswrack anfühlt, das von seiner Besatzung verlassen wurde. Und auch die Atmosphäre kommt wirklich sehr gut und sehr gruselig rüber, als würde man sich tatsächlich in einem Survival-Horror-Spiel befinden, in dem man jeden Augenblick nur darauf wartet, dass aus irgendeinem Loch Zombies heraushüpfen.
Auch die Gesichter der Charaktere sind einigermaßen gut umgesetzt worden. Aber es fühlt sich alles so steif an. Auch die Animationen sind so fluffig wie 2 Wochen altes Brot und es fühlt sich alles nicht wirklich so an, als würde es auf die PS2 gehören, was wirklich sehr schade ist. Dabei haben die Entwickler auch versucht, in das Spiel so viele Details wie möglich zu stopfen. Die Kleidung wird im Laufe der Zeit zerlumpen und man wird auch Wunden an seinem Charakter entdecken. Dann aber blickt man auf die Hände und sieht 2 klumpige Fäustlinge, die aus einem Final Fantasy VII stammen könnten. Und die Gegenstände im Inventar haben eine erschreckend geringe Auflösung. Die PS2 hatte sicherlich ihre Einschränkungen, aber die Entwickler hätten die Grafik wirklich ein wenig nachbessern können, was dazu beigetragen hätte, diesen Titel noch fesselnder zu machen. Was die Musik betrifft, so kann ich eigentlich nicht viel sagen, denn ein Soundtrack ist quasi nicht vorhanden. In Disaster Report gibt es eine beeindruckende Stille, was sich jetzt aber nicht wirklich negativ auf die Atmosphäre auswirkt. Im Gegenteil. Und dort, wo es Musik gibt, werden die Ereignisse stimmungsvoll untermalt und hervorgehoben. Die Soundeffekte aber sind tatsächlich wirklich gut gelungen und tragen zu der ohnehin schon angespannten Atmosphäre bei. Das Geräusch des Windes, der durch die leeren Straßen peitscht, und die lauten Nachbeben machen das Spiel noch um ein Vielfaches spannender. Und dann gibt es noch die Sprachausgabe, die dann die wunderbare Atmosphäre komplett zerstört. Noch surrealer wird es, da sich die Lippen beim Sprechen nicht mal bewegen. Shut up and leave me alone. Wenn man mal darüber nachdenkt, was Disaster Report eigentlich so besonders macht, dann ist es vielleicht in erster Linie ein wenig Nostalgie, denn die PS2 war wohl mit Abstand die beste Konsole aller Zeiten. Damit verbunden sind auch jede Menge Spiele, die schräger nicht sein könnten, mit wunderbaren Konzepten, die wir seither nicht mehr erleben durften. Und Disaster Report ist definitiv eines dieser Spiele. Kleiner Fun Fact quasi zum Abschluss. Disaster Report ist auch mit dem Trends-Vibrator kompatibel. Dieses putzige kleine Gerät wird in den USB-Port der PS2 gestöpselt und vibriert synchron zum DualShock-Controller. Die Idee des Entwicklers war, dass man sich das Ding an den Körper legt, was für eine größere Immersion sorgen soll. Gerüchten zufolge soll es aber auch andere Anwendungsfälle gegeben haben, in denen man sich das Gerät angeblich in diverse Körperöffnungen steckte, um durch die Vibrationen ein besonders intensives und aufregendes Spielerlebnis zu haben. Ich denke, wir sollten dies mal so stehen lassen. Disaster Report war so gesehen ein wunderbares Experiment, das vermutlich an der Technik scheiterte. Aber mit der heutigen Hardware könnte aus der Basis etwas Wunderbares geschaffen werden. Ein Spiel mit einem Crafting-System, das nicht allzu überladen ist, anständiger Grafik und Spielmechanik und besserem Voice-Acting. Was will man mehr? Was den Klassiker betrifft, so gibt es definitiv einige Mängel. Aber das Konzept macht es zu einem großartigen Titel, den man unbedingt gespielt haben muss. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.